hört. Okay, halt die Fresse, war ein gutes Stichwort. Herzlich willkommen. Heute sind wir mit dem STA1 unterwegs. Aber wir hatten mal einen Ventilator. Wir haben es euch angedroht, es nimmt kein Ende. Wir sind jetzt beim Stufe 8er angelangt. Was ist eure Meinung dazu? Bruce, Buggy? Nun gut, der 8er. Er kann nichts, er ist langweilig. Er hat keine besondere Kanone, er ist einigermaßen mobil, er hat null Panzerung, absolut null, alles was trifft, bumst rein. Yep. Okay. Und die Sichtweite ist okay, aber er ist einfach langweilig, weil er keine Besonderheiten hat. Wir sind Kanone in der Linie treu geblieben, sozusagen. Alle scheiße bis jetzt und er ist auch scheiße auf Deutsch. Ja, ist echt ätzend. Okay. Ja, dann legen wir los. Und ich habe noch nur noch eine Garage, weil wir diese Aufnahme machen wollen. Ja. Das ist aber nett. Alles für unsere Zuschauer, Leute. Daumen hoch dafür, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Daumen runter, dann geht's. Daumen runter, Hauptsache ihr macht was, dann ist immer gut für ein Video. Bin ich einverstanden, dass die abonnieren. Absolut. Jetzt maximal zickt er wieder. Maximal die Glocke, okay? Aber abonnieren ist ein bisschen zu viel. Ja. Ding, abonnieren, kostenlos abonnieren, wo kommen wir hin? Ihr könnt sogar kostenlos abonnieren, das war das Stichwort von Bruce, ne? Ganz bestimmt. Oh, wir aktivieren die Spielernamen, dass wir auch genau wissen, welche Kameraden hier unterwegs sind. So, da ist Bruce und da ist Pascal. Einstufiges 8, jetzt können wir zeigen, was der Panzer nicht kann. Was das Mundlager ist hinten im Gehirn drinnen, oder? Das geht er nach hinten und dann wird er hinten. Ich sehe natürlich wieder am besten aus, liebe Zuschauer, das wisst ihr ja, ne? Wollen wir jetzt vercampen da oben los? Ne, wir müssen den Zuschauern was bieten. Müssen wir das? Ich muss gar nichts. Meinst du oben auf dem Hügel? Ne, da kommt zu spät was. Unsere Zuschauer wissen es zu schätzen, dass wir ihnen nie was zu bieten haben. Darum schalten sie immer wieder ein. Die fühlen sich dann besser. Ja, den letzten 7er Panzer haben 150 Leute sich angeguckt. Das sind 150 Leute, die wissen jetzt, was sie nicht spielen werden. Ey, danke Leute für die ganzen Aufrufzahlen. Ich bin echt geplättet. Also, wir haben so wenig Abonnenten. Und was? Dann, ja. Oh Gott, Dosenbier. Ich habe ein Dosenbier gehört. Pascal und sein Dosenbier. Oh, okay. Er ist abgestiegen. Ohne Frau und nur noch Dosenbier. Ja. Billiger, weißt du? Ja, natürlich ist es billiger. Was ist los hier? Ohne Frau ist immer billiger. Ihr seht, die Kanone ist sehr präzise. Nein, ist sie nicht. Das war ironisch gemeint, du. Ach, jetzt wieder. Ich hab schon zwei Schüsse gemacht und nichts getroffen, weil. Geil, halt. Hey, Löwe, und hi. Ich hab drei Schüsse und nichts getroffen. Oh, yeah, mach 10. Oh, läuft, der läuft, ist Baby, der läuft. Ja. Ich kümmere mich mal um den T44. Okay, das ist ein Tischchen 40 jetzt, ja. Oh, ich hab getroffen. Ich hab einmal Schaden gemacht, kann alle sterben. Du kannst sterben, oh, ich hab auch schon mal Schaden gemacht. Oh, also. Habt ihr das gesehen? Die Kanone ist doch legendär, oder? Ich hab nichts gesehen, aber. Oh. Ich bin auf ein T-44. Komm, den holen wir uns. Ja, den holen wir uns, den Burschen. So, ich weiß gar nicht. Bieten. Haben wir eine gute DPM? Ihr wisst schon, dass da hinten noch ein AMX ist, ne? Aber gut, viel Spaß. DPM ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, aus der Fahrt kann man auch nicht schießen, gut zu wissen. Vergiss es. Nee, kannst du definitiv. Zieh mal rechts weiter. Oh! Mon Dieu! Liebe Buckets. Leute, ihr könnt euch nicht mit dem Panzer anlegen. Ihr habt keinen Panzer, das ist ein. Ja, ich kann mich mal. Ihr seht, die Crew anlegen. Ist echt top. Commander-Logo gekillt. Abpraller, yeah! Am T44. Warte mal, du bist One-Shot. Der Buggy ist sowas von One-Shot. Nee, ich mach das. Ich hab Panzerung. Buggy! Ich muss ja den Zuschauern was bieten. Oh, come on, ey, jetzt reicht's aber. Der hat ne gar nicht so schlechte Unterblätter, ne? Das ist so scheiße. Ja, der ist gut. Ich bin One-Shot, ich sollte vielleicht nicht so aggressiv spielen. Man sagt das keiner. Gott, bei mir ist alles am Arsch. Leute, was für ein Panzer. Ja. Oh, war auch schlecht geaimt von mir. Ja. Muss man sagen, ja. Ganz war schlecht. Gut, du musst auch mal selbst reflektiert sehen, die Sache. Ja, da geht mehr Kill, muss ich schon sagen. Da geht einiges. Da geht einiges mehr. Ja, aber sagen wir nicht. Das liegt an meinem schlechten Equipment, ihr könnt mich gerne ein bisschen supporten. Dann habe ich eine bessere Maus. Ja. Hast du den Panzer ausgebaut, wenigstens? Nee, ich habe ihn nicht ausgebaut. Ich habe
mach nur das Nötigste. Alles Stock, okay, passt. Nee, also die Kanone ist die gleiche fast wie die, wie die 9er, ne? Da gibt's keinen großen Unterschied, glaube ich. Ich habe die 8er draufgelassen. Hat genau den gleichen Durchschlag. Ja, aber den musst du doch eh erforschen. Ja, es ist auch schon erforscht, aber nicht eingebaut. Wieso nicht? Was? Weil die genauso gut ist. Nee, ist sie nicht. Doch, sie wir gucken gleich mal in der Garage, Boys. Du erforscht die und baust sie nicht ein, obwohl sie eine bessere Einzielzeit hat immerhin. Nein, ich glaube nicht. Das ist auch besser, ja. Dann, Alter. Dann habe ich mich verguckt. Ja, es sind ja überall grüne Pfeile nach oben, Kerl. Also, sonst Stufe 9 Kanone sind das andere eine Stufe 8, wenn sie gleich kurz das Deck mal benutzt, dann gehen sie hin. Es ist auf jeden Fall kein großer Unterschied, das stimmt schon. Nein, es ist wirklich minimal. Ja, und ich hab dir ganz ehrlich gesagt, ich hab die Kohle nicht gehabt, weißt du? Ich bin ja immer pleite. Du weißt schon, dass du die andere Kanone dann verkaufen kannst, ne? Nee, trotzdem. Die bringt die nicht. Warum stehst du da unten rum? Er hat was gebounced. Ja, ich check's grad auch nicht. Ich frag mich grad, wie es kommt. Oh. Kanone bleibt mit noch was, Junge. Kann mir das noch einer erklären, was hier passiert ist? Kanonenblende hat einmal gebounced bei dir. Nee, okay. Ich hab einfach die Kohle nicht gehabt auch. Warte, ich komm mal mit. Nee, es haut nicht hin. Haut nicht hin? Okay, dann zieh ich rechts rüber. Du kannst hier nicht rüberfahren. Da haben wir noch einen T26. Oh je. Okay, das wird intensiv. Oh Mann. Könnten wir die Runde bitte gewinnen? Obwohl, wir müssen nicht so lange aufnehmen, bis wir gewonnen haben, oder? Wir können doch einfach irgendwann die Aufnahme stoppen und sagen, das ist alles cool. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuschauer haben ihr Verständnis, wenn wir so einen Dreckspanzer fahren. Ist egal, dass wir nicht viel gewinnen, weil wir nur 3 Stück davon haben. Jetzt fickt mich der Indien. Wortwahl bitte, okay. Hat geschossen. Wieso kriege ich den nicht rein? Kein Kommentar, danke. Naja, na, boah, suboptimal. Okay, der überlebt noch, Bruce. Rechnungskombo. Und Panzer könnten Kratzer kriegen, pass auf. Das ist doch kacke hier, Mann. Nee, ich bin doch ständig pleite, verdammt. Ich will ja noch möglichst schnell wieder los. Ey. Du hast doch sogar einen Premium-Account, wie kann man da pleite sein? Du siehst mal, wie ein schlechter Spieler ich bin, Leute. Ich kann mir kaum Panzer leisten, also wenn ihr mir einen Achter schenken wollt, könnt ihr mir gerne einen schenken. Ja, das mache ich sofort. Nein, weil kein auf Akku. Lass es mal gut sein. Sowas habe ich nicht nötig. Das ist nötig. Jetzt glaubt ihr, der bessere Streamer, weil das nicht nötig hat. Okay. Ich hab's nicht nötig. Ja, das ist immer nötig. Ich wollte gerade sagen, das wird doch nicht auf kurzhaarige Form. Wir gehen mal auf Bruce. Ach, jetzt bist du auf Bruce. Ja, ich habe mir nur das Tal angeguckt ein bisschen. Ist seit einem halben Jahr tot, aber er geht jetzt auf Bruce. Hm, sicher. Jetzt kommt das Late Game Carry. Jawohl. Oh. Fuck. Nicht schlecht, Bruce. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. In der Angleitphase und ein bisschen Corona dabei. Nicht schlecht. Na, Leute. Oh, der ruppelt am Rumpelstein. War er zu tief drin jetzt, oder was, Bruce? Komm, mein Mageninhalt ist nach unten, okay? Oh Mann, ey. So, jetzt sind wir mal gespannt. Kein Bock mehr. Verpiss mich. Man sieht, er ist nicht mobil, gerade Ground Resistance. Sobald er ein bisschen Dreck unter der Kette hat, kommt er kaum noch voran. Ich kann ja mal gucken, wie viel Kohle ich jetzt habe. Vielleicht kann ich die 9 ja schon kaufen, aber. Du bleibst jetzt im Game, wir machen das extra für deinen scheiß Stream. Da kannst ich bin bei dir drauf, um Gottes Willen. Die Zuschauer, die schalten auch nur wegen dir ein, Bruce. Also, ne? Also zu einem Drittel zumindest. Ja, aber mir ist vorne was gebounced, tatsächlich. Echt? Oh. Ja, eine Kanonenblende. Oh, das kann doch eigentlich nicht sein, da hat er nichts. Naja, eine Kanonenblende hat er schon was. Es ist ja, wenn er vor allem mit der Heat geschossen hat, dass ich das Space Down habe bei der Kanonenblende. Aber es war kein Heat. Es war AP. Naja, keine Ahnung. Vielleicht hat auch der Winkel nicht gepasst oder was. Hey, das könnte man sogar gewinnen. Ich finde, das viel zu wenig Weakspots, der Panzer. Du brauchst keine Weakspots, der ganze Panzer ist ein Weakspot. Guckt also. Den euch mal an, genauer. Seht ihr das? Ja, da kann er noch so wackeln. Also, der Coppola ist auch was Feines. Ja, der Coppola hat Panzer rum. Genau, der ist unschlagbar. Jetzt kommt die Arti.
Also von der Artik kann man auch penetriert werden. Penetriert werden ist mir auch schon passiert. Jo, das macht Spaß, das ist immer geil. Schön 1000 AP weg, passt. What? Es ist angerichtet. Oh, da kommt WZ. Oh shit. Ja, und? Wobei ein Kette. Okay, der WZ hat er sich gut versteckt. Ja, jetzt haben wir ja Zeit, jetzt gehen wir mal raus. Jetzt gucken wir nochmal die Kanone an für meine Zuschauer, damit sie Bescheid wissen. Was man nicht alles macht. Für die Zuschauer. Für die Zuschauer. Ja, für die Zuschauer. Oder fürs Geld anzubringen. Puh, wir haben hier im Süden fast 35 Grad wieder. Wie warm ist es bei euch? Also du meinst, die 8 ist gleich gut wie die 9. Fast. Bis auf eine Kleinigkeit. Moment. Ja, du hast 7 Durchschlag mehr, okay. Jupp. Die Streuung ist gleich. Guckst du dir? Das macht wenig aus. Und da hab, ich hatte die 160.000 nicht, da habe ich gedacht, komm, lass doch die 8 da drauf. Schau dir die Vollgeschwindigkeit an. Ja, und er schießt? Nicht ganz so, okay. Ja. Oh Mann, Kerl, ey. Ja, stimmt, das habe ich übersehen, ja. Aber jetzt habe ich genug Kohle, jetzt kann ich sie einbauen. Ja, das wäre toll, wenn du sie einbaust, wenn es dir vorstresst. Nee, jetzt habe ich genug, was kostet die? 160.000 war es, genau. Hier kannst du die alte verkaufen. Richtig. Ja, auch ja, die alten Hasen können noch was lernen. Ich hatte keine junger. Kohle, du Bauer. Aber warte mal. Nennt er mich auch noch Bauer? Ich steh auf der Leitung. Ja, das glaube ich noch. Das kann schon sein. Das könnte sein, ja. Ich kann die nicht kaufen. Sag mal, hä? Hab ich den falschen Turm drauf? Ja, du brauchst den Turm. Oh Gott, hat er den Turm nicht? Doch, ich hab einen Turm. Hä? Aber was ist nicht falsch? Der Turm hat, glaube ich, einfach nur 10 Meter mehr Sichtweite. Hä? Ja, das stimmt. Den Motor und das Funkgerät halt noch nicht, ne? Das habe ich noch nicht, ne? Hat das Funkgerät nicht, den Motor schon? Ne, den Motor habe ich auch noch nicht. Ja, ich will möglichst schnell durchgrinden, weißt du? Ja, aber der Motor macht viel Unterschied, ne? Was soll ich machen? Soll ich den Motor noch einbauen, den guten? Achso, du kannst es nicht kaufen und so weiter, weil der Panzer noch ein Gefecht ist. Ach so, ja, stimmt, verdammt. Jetzt haben wir alle gehangen, ey. Ah, stimmt. Ich denk grad, hä? Ich hätte weiter probieren lassen, noch ein bisschen. Ich hätte, weißt du, jetzt hätten wir noch ein Ticket schreiben können. Oh, gib. Das ist wie die eigene Base zu cappen. Jetzt warten wir halt. Ja gut, jetzt habe ich die Kohle. Jetzt habe ich 270.000 auf dem Konto. Jetzt kann ich sie kaufen. 160.000. Jetzt warten wir kurz. Erzählt mal, wie war euer Tag? Ja. Blablabla? Okay. Ja, genau so. Cool. Ja, ihr seid aber heute gesprächig. Ja. Frage ist nur, wie unterhalten wir YouTube? Auf was steht die Jugend von heute? Das ist ein interessantes Thema. Ja gut. Wir sind halt schnell verreckt, ne? Wir müssen jetzt warten. Ja, so schnell bin ich nicht verreckt. Du bist schnell verreckt, Mann. Weil du mit der schlechten Kanone und dem schlechten Turm einfach mal meintest, du bist doch nicht verreckt. Blöd, Mann. Ja, oh, jetzt ist er da. Was? Ah, jetzt kann ich sie. Jawohl. Wo ist schon ganz heiß auf dem Teil? Let's go, baby. Beinahe. Gut, den Rest lassen wir mal so. Moment, ich muss noch kurz Muni kaufen. Hier. Oh, let the pros out. So, man sieht, der Panzer, der hat Potenzial, wenn man ihn... Ich würde mal für meine Zuschauer ein bisschen mehr Gold rein. Er spielt mit Ach, Heat. Ja. Noch das noch. Ja, die wollen gute Runden sehen. So, jetzt rasieren wir, Leute. Ich habe lange noch einen Panzer gesucht, der fast so scheiße ist wie der Panther 88. Und ich denke, ich habe ihn gefunden. So, jetzt schieße ich in die Kleinigkeit schneller. Das war's aber dann auch. Oh Mann. Ich bin froh, wenn du hier überhaupt bist. Bis im Alter. Ah, immer. Oh, wieder mit. Mal kommt eine warme Luft raus. Mit dir.
Wogano kommt jetzt. Nicht weiter ausführen, weil sonst kann ich das Video nicht nehmen. Jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder abbrechen, Leute. Ihr müsst jugendfrei bleiben. So. Hast du abgebrochen? Nö. Ich wollte kurz sagen. Ne, mach doch nicht, weil. So, was machen wir, Leute? Ja, wir machen viel, viele Sachen. Ich überlege gerade echt die Hose auszuziehen. Ist warm heute. Und pass auf, dass nicht zu viel heiße Luft rauskommt. Wir fahren links, oder? Ja. Leute, schaut euch mal die Gun Elevation an. Du kriegst die Kanone fast gar nicht hoch. Ja, und was kriegst du noch so nicht hoch? Oh, Scheiße. Funkstörung. Scheiße. Das ist ASMR, okay, Leute. Damit kann man es toll einschlafen mit den Geräuschen. Wie ist der Schauspieler von King of Queens nochmal? Boah, keine Ahnung. Boah, ich komme gerade nicht drauf. Der hat einen eigenen YouTube-Channel, den müsst ihr mal abchecken. Oh. Der macht da ASMR-Cooking. Ja, soll ich hier wegfahren? Ich glaube schon, oder? Ja, verpiss dich da. Burger. Man kann es alleine regeln. Ja, Kollege. Ja, wobei die Helfer sind auf der anderen Seite, also. Nicht alle da. Ich habe Angst zu crossen hier. Du musst dich trauen. Hier, du als alter Feldkommandant. Muss zeigen, wer Rückzug, abhauen. Wohin? Keine Ahnung, komm, wir bleiben hier stehen. Okay. Ich dachte, ich hätte den gecheckt, Mann. Wir machen Late Game Curry. Ja, wir. Hey! Hoffentlich war es Gold. Da komm ich durch. Nee, wir schonen unsere HP, Pascal. Das nennt man jetzt HP schonen. Nee, komm, Boogie, okay, komm. Kommt, Leute. Okay, wohin wir drehen auf die Seite. Oh. Auf die Seite. Ah ja, guck mal, da ist unser Kumpel. Jetzt gehen wir los. Jetzt ist los. Angriff. Action. Ist schon klar, er will sich einfach nur verpissen. Let's go into the action. Oh, jetzt bin ich eskaliert. Mhm. Wir holen uns den Arm X jetzt. Woo, let's go. Ja, der ist noch so weit weg. Erstmal den Arm. Wow, oh, hallöchen. So alleine? Wie wär's, wenn der ihn schweckt, ja? Anstatt hier nee, noch. Nee, kann man nicht. Ja, es geht, der Schutz. Ob er Spaß hatte? Oh. So, das ist einfach Teamplay, das ist es. Und Leute, ihr wisst, wenn es auf dem Kanal heißt, let's go into the action, dann ist auch Action, ne? Und Kiel fällt wieder zurück, weil er ja die Hosen voll hat. Schnutze, ich komm noch schon. Er Pfeifenkopf. User joined your channel. Guten Abend. Hallo, willkommen YouTube. Wir sind gerade live, Tim. Live, ne? What up? Ach ne, live sind wir nicht. Patrick ist abgehauen, okay. Komm, den rammeln wir. Den Revel Oris getroffen. Das ist Harald und Harald will es wissen. Ich bin abgeprallt. Ja, Harald ist ein Tanky Boy. Wow, der saß! Shit, ich hab gedacht, ich komme nur in Sicherheit. Nein. Ah, Scheiße. Muss dieses Spiel aggressiv spielen? Oder auch nicht? Okay, was ist da passiert, Jim? Was ist da wieder los gewesen? Nix, Jungs, ich habe Eier gezeigt. Auf, fick den Ferdinand. Du hast den Turm verloren. Ich war etwas kopflos. Ja, Problem. Ferdinand, guck doch nach links. Der war mit dem Kopf nicht bei der Sache. Wo war er denn sonst mit seinem Kopf? Ich meine. Wie hat er mich jetzt reingekriegt? Keine Ahnung. Du warst wohl auch nicht bei der Sache, Kollege. Ne, war ich auch nicht. Und Ferdinand will dich, Achtung, TS5 hinten. Das war's. Ferdinand will mich schon wieder oder was? Ah, ich bin getrackt. Ach, da ist ein TS5? Ja! Nee, du machst das schon. Wie bist du da durchgekommen? Bist du Gold? Nein, ohne Gold. Ja, genau. Ja, was? Unterwander, kommst du ohne Gold? Ist ja wie ein T95 auf Stufe 8, da kommst du nicht ohne Gold bei der Unterwanne durch. Junge, die Unterwanne vom TS5, wenn der da so steht, easy peasy. Ja, da kommst du gut durch, ja. La 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 la, Gold noch. Nein! Okay, die letzte war Gold, aber die davor. Das siehst du. Ah, Jungs, da wäre mehr drin gewesen. Aber das haben wir gewonnen, die Winrate auf dem Panzer ist Wahnsinn, oder?
Weiß ich jetzt nicht, aber ich gucke auch gar nicht mal nach. Ich glaube, wir werden das gewinnen. So wie 38% bei mir. Ups. Oder wir werden es doch nicht gewinnen. Wow. Und wir haben die Stadt gewonnen. Okay, wir sind da durchgepaced. Ein Ork haben wir noch 10 zu 9. Und der Liberty hatte Spaß, der Andi. Der war schön, ja. Boah, Jungs, jetzt. Ja. So, es ist wichtig, dass unser Team zusammen bleibt. Erzähl das unter dem Plan. Scooby-Doo guckt irgendwo hin. Ich weiß nicht, wo Scooby-Doo hinguckt. Okay, mal gucken, ob er das mit der Unterwanne auch weiß. Oh, Scooby-Doo. Der hat den E50M und ist 8 Gefechte damit. Geht das? Ja, mit dem war er nicht zufrieden. Er hat dann lieber den 9er wieder genommen. Ich war am liebsten 9er, ja. Das ist spannend hier gerade. Ein bisschen kommentieren. Letztes Mal hieß es, ich sollte Fußballkommentator werden. Fahr rum, Scooby-Doo! Achso, da ist ja der Lanzen. Und da schießt er die Kugel. Der Lanzen hat einen geilen Punch. Ich glaube 400 Alpha. Mhm. Scooby-Doo, fahr doch. Oh, Scooby! Fahr doch rückwärts! Fährt er rückwärts? Scooby, ich liebe dich! Ach. Du bist so eine Pfeife, Scooby. Hier sieht man Not gegen Elend, sehr verehrte Zuschauer. Kann gar nicht sein, ich bin nicht da. Hey, heute sind so Spiele, oder? Wir verrecken so früh und dann... Na gut, wir laden es trotzdem hoch, weil wir halten es nicht aus, nochmal. Oh, eine Session mit dem Ding. Willst du jetzt echt, also zwei Runden sollen reichen, oder was? Nee, wir machen noch, wir tun es den Leuten an, eine dritte Runde, oder? Ja, also, drei, oder? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, der jetzt noch nicht abgeschalten hat bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Wir gönnen dir noch eine dritte Runde, ne? Spätestens jetzt schaltet er ab. Ja. Ja, aber der Profi muss auch mit solchen Panzern zurechtkommen. Das macht den Unterschied. Also Defender kann jeder. Also wer jetzt noch eingeschalten hat, schreibt in die Kommentare. Ich liebe Bros mit Herz. Ja, das ist natürlich, ja. Mit Handynummer, bitte. Ja? Nein, Leute, keine Handynummer in die Kommentare, gell? Drauf mit seiner Handynummer. Ich will nicht, dass. Nee, muss ja, nicht sein. Ich will nicht sagen, was ich da für Bilder schicke, aber gut. Bilder von deinem Scooby-Doo? Vom Troller da. Oh, von dem Hingang. Thanks, Jungs, zügelt euch. Ich habe das Gefühl, diese Folge soll doch nicht online sein. Ich weiß nicht, was in der Folge. Ich weiß nicht, was da mal geschieht. Jetzt. Die 28, komm. Komm raus oder bleibst du drin? Jetzt. Ja, noch einer. Ich guck noch zu, die Zuschauer wollen noch ein bisschen Action. Unsere sind ja noch gesperrt. Action in der Garage, ja, würde ich mal. Ich und Bruce haben Action in der Garage. Was macht ihr so in der Garage? Oh Gott, jetzt. Guck mir das Feuer an hier. Und eure Garagen verbunden. Lagerfeuer. Ja, wir sitzen ums Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten vom katholischen Camp damals. Richtig. Dann holen wir die Gitarre raus. Und ich den Leder von damals. Dann hängt die Bratwurst auf dem Baum. Im echten Schafsdarm. So. Es sind noch zwei Panzer am Leben und noch ein gegnerischer TS5. Ja, dass der TS5 noch lebt, ist eigentlich nur großes Schuld. Ich hätte Bruce rausnehmen müssen. Mehr als zwei Schüsse konnte ich nicht, weil ich war getrackt. Nein. Ich hätte da rausnehmen müssen. Also ja. Ich bin ja schon verwundert, dass du mehr als einmal schießen kannst. Ja, komm, ich habe 2000 Schaden gemacht, die Runde ist auch okay. T28, da stand ein Wrack, ja. Gut ausgerichtet. Ich könnte mir bald einmal dein Emil 2 holen, aber ich weiß nicht. Nee, davon bleiben. Aber Richtung Kranwagen wäre schon interessant. In 2 Tagen ist Pugis Hauptaccount wieder freigeschaltet, dann geht's richtig rund.
Soll ja keiner wissen, dass der gesperrt ist. Okay. Hätte der gesperrt? Ja, schon seit 3 Monaten. Aber das Thema hatten wir doch schon im letzten Replay. Ja, schaut die keiner so weit. Hey, wir haben was getan für unsere Winrate. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Aber später ist er eh wieder gesperrt, also. Möglicherweise. Ja, aber dann bin ich sicher für ein Jahr gesperrt. So, wir haben gewonnen, Leute. Oh, 2 Runden, 2 Siege. Oh, wer die Winrate steigern will, der sollte die Japaner spielen. Kamikaze. Ja, Carrot. Wisst ihr, für wen wir das tun? Für mich in erster Linie und für den STB1. So, jetzt ist es Zeit für eine gute Runde. Ich habe einen Sensemann bekommen. Ja, Kill nicht schlecht. Kill hat gut performt. Letzter Platz bei der Erfahrung. Ja, ich bin da wieder vorgeprescht. Wie ein junger Hengst, du. Du warst hinter uns, aber okay. Nee, ich bin vorgefahren dann am Schluss. Wir können gerne das Band zurückspulen. So. Ich sag einfach die Hälfte dahin. So, letzte Runde nachspielen wir Age of Empire 2, 90er Jahre Spiel, immer noch geiler als dieser russische Kram, aber wir bleiben dem Spiel erstmal treu. Wie viel zahlt der Age, dass du das sagst? Na, Abend. Hallo Erik, das ist unser Kommandant, der sich da gerade gemeldet hat, unser ehemaliger Kommandant, aber irgendwie trotzdem noch unser Kommandant. Der Kommandant unserer Herzen, ja. Der Herzen auf jeden Fall. Und der Nieren. Und der Nebennieren. Schleimer. Rutscht bloß nicht aus auf der Schleimspur, ich sag's euch. Wir rutschen ständig aus, aber das ist kein Schleim, kann ich hier sagen. Wir brauchen den Schleim für was anderes. Ich wollte gerade sagen. Ja, so, konzentriert euch, Jungs, konzentriert euch. Wir sollen jugendfrei sein. Jugendfrei. So. Ja, was machen wir auf der Karte? Ja, wir drücken gegen da lang, oder? Gegen 9er, okay. Ne, wir sind 8er, okay. Ja. Ohne Panzerung. Oh. Ne, wir haben Panzerung. Die haben 2 T-49, die uns mit der E einfach mal so wegpusten. Nee, dann machen wir Reverse Head Scrapping. Ah! Das ist die Geheimstärke, das wissen die meisten nicht. Das wissen viele nicht. Eine Seitenpanzerung von 150 mm. Ja, und Boris hat nicht im. Er schafft's nicht, er kann nicht im Team fahren. Ich hab gar nicht hingepinkt, wo ich hinfahre. Also, ich fahr bestimmt nicht da, wo ihr hinfahrt. Oh, ich wollte nicht. Ihre Turmpanzerung spielen. Ja, was ist ein ganz schlimmer Unfall passiert? Oh. Ja, ich würde nicht schießen auf die Leute. Achso, da guck mal. Bin offen. Ja, ist okay. 2 T-49 alleine suchen ihre Mutter. Die werden den HWK groß. So vergewaltigen. Nee, die werden dich gleich so richtig hart dran. Nein, die werden den HWK vergewaltigen. Oder auch nicht? Wir sind bei dir, Baby. Bei dir nicht? Doch. Ah, hat kassiert, Baby. Ja, beide. Ich hab sogar einen Spot gekriegt. Strong! Frag dich mal warum. Strong! Ja, wollte ich mit Optik fahren? Komm, bleib doch mal stehen, T-49. Oh, da ist er tot. Ja, ich wollte das nicht anders. Hast du gut gemacht, Burschi? Du wolltest miteinander gewinnen, oder? Oh, hallo, Süße. Hallo? Hast du den starken Motor drin? Nee. Okay. Das wäre schon längst auf dem Berg auch. So. Oh, okay. Aber ich mag es, wenn es erst langsam zugeht und dann. Nein, schnell. Du bist stärker. Guck mal hier, guck mal. Ja, ich hab Essen dabei. Ach, du hast Essen dabei. Bin ziemlich verfressen. Du bist immer fetter, Mann. Ja, ich weiß. Also seine Ex-Freundin ja auch. Ach, scheiße, das da. Ich hör das Video an. Nein, tut sie nicht. Also ich finde sie gut. Los, komm, wir gehen Baguette essen. Sie sieht gut aus. Punkt. Ja, ist gut, Borask. Ja, ist gut oder ist nicht gut jetzt? Auch, meine Kanone ist kaputt. Was ist kaputt? Oh, mon Dieu. Nimm ihn raus, den kleinen Stinkefuß. Oh, die sind zu viel, glaube ich. Ist 430. Nee. Obwohl, ey, wir haben 130 dabei. Auf geht's. Machen das. Let's go into the action. Ja, der kann ja ganz unter 430 zwei. Ja, die Pfeife da. Dann kann ich nichts. Halt sorry, Babe, sorry. Ja, nicht so schlimm. Ich möchte auch mal einen fangen. 430, geh doch mal weg. Ja, Scorpion wird mich jetzt. Lass doch mal Profis arbeiten hier. Nee, lass mal nicht Profis arbeiten. Mach mal was auf, ich kann darüber schießen. Boah, war das anstrengend, jetzt nichts Unanständiges zu sagen. Und schießen zu. Ich bin auch geplatzt. Da standen 3 Scorpion. 3 ja, Stück. Ja. Siehst du sie? Ja. Ich sehe sie nicht, wo soll ich sein? Wir müssten schon längst drüber gerollt hat. Also ich schreib's gerade mein Chat. Rollt drüber, schreibe ich. Rollt drüber.
Ich will das. Fett. Oh Gott, nein. Also kann ich ja nicht schreiben, oder? Eieieiei. Weißt du was? Das lade ich 1:1 hoch, die Scheiße. Ja, nicht, wenn ich das jetzt abschicke, was ich gerade geschrieben habe. Nein, lass es bitte. Okay. Ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal. Entschuldigung. Ich schicke es nicht ab. Ich will nicht nochmal. Ach so, wir gehen wieder mal auf Bruce. Er hält immer am längsten durch heute. Ja, ja, ist meistens so. Ja, klar. Also, der T30, was habt ihr denn nochmal für ein Alpha? Ach, das wirst du gleich rausfinden. Aber wenn er dich penetriert, dann macht er so einen Mundeblow, weil du einfach mal auf den Scheiße bist. Ja. Finde ich aber grundsätzlich in Ordnung. Nimm den Mod erstmal raus. Da. Ja, nimm ihn nicht. Mach ich wirklich? Dabei. Kann das sein, dass der AFK ist, der T30? Nee. Ey, drei Scott, die waren im Platoon, siehst du? Sicher. Oh, fuck off. Entschuldigung. Wo ist das Problem? Das Problem war, dass mich drei Scorpion angegrinst haben. Und Buggy auch. Geil. Ach Leute, der Panzer ist noch tot. Ich behalte den Panzer, okay? Oh. Man sollte nicht zu aggressiv spielen. Mhm. Kannst du schon aggressiv spielen, oder? Jetzt hat er mal einen Panzer, mit dem er zurechtkommt. Ist doch schön, wenn er ihn behält. Ja, Panzer, das macht er, ganz damit. Meinst du? Wenn er die Skorpion noch rausnimmt? Nee. Hm. Hey, hat das meiste gesniped und nicht selber gespottet? Ich hab mich selber gespottet. Bruce, 1986, ist das dein Geburtsdatum? Hm. Das ist doch das Jahr, wo die Spaghetti erfunden wurden. Ich glaube auch, da kommen die Spaghetti auf den Markt. Mhm. Oh Mann, wir haben es geschafft, Leute. Ist das nicht schön? 3 Spiele, 3 Siege. Warum sollten unsere Zuschauer jetzt das mit dem Panzer nicht kaufen? Ganz offensichtlich taugt der. Oder wir sind es einfach, aber naja. Ich antworte nicht zu Weihnachten. Oh, jetzt kann ich mir das Funkgerät noch holen, okay. Willst du den echt behalten? Nein, macht einfach keinen Spaß, selbst wenn die Runden jetzt alle gut waren. Das ist einfach... Ja, der Verkaufswert beträgt 1,3. Also das ist die absolut mieseste Möhre, die ich... Also egal. Leute, ihr könnt gerne abonnieren. Es soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Daumen hoch, Daumen runter, scheißegal. Und wir sehen uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Lieber Bruce, lieber Pascal, danke fürs Mitfahren. Gerne, gerne, immer wieder. Wir sehen uns wieder im 9er, gell? Beim 9er machen wir weiter, ja. Ist genau, jetzt gibt's gleich Spaghetti. Was gibt's, Spaghetti? Nee, ich sag's nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Tschüss.